Ich mache da mal die Betten jetzt. Ja, und ich, Ich hoffe, das geht mit der gemischten Wolle auch. meine Eisenschaufel ist schon wieder fast kaputt, weil ich gerade so extrem viel Scheiße da oben gebaut habe. Mit dem Turm. Puh, es geht. Minecraft ist nicht rassistisch. Ja, meine Eisenschaufel ist kaputt. Das ging ja schnell. Ja, ich habe nur Eisenbarren. Eisenschaufel verbraucht ja nur einen, oder? Ja. So. Eisenschaufel verbraucht nur einen Eisenbarren, zum Glück. Ach, das ist unfertiges Holz, ich pfeife. Das passiert mir auch ständig. Klick, klick, klick. Verdammt, mein Inventar ist voll. Ich hau mal die Blume raus. Ich meine, wir wollen zwar nicht ewig hier drin wohnen, aber. Was? Ach, da bist du. Achtung, Bett, ich schmeiß ein Bett gegen den Kopf. Stopp! Ich wollte uns hier so ein kleines Schlafzimmer bauen. Aber ich will ein eigenes Zimmer. Ach komm, stell dich nicht so an. Aber wenn das mal deine Freundin erfährt. Die hat nichts dagegen. Ich könnte ja jetzt was erzählen, aber das lasse ich lieber. Das, ich glaube, dafür tötet sie mich dann. Okay, ja. Ach, du hast schon recht gut. So. Und wie baut man das jetzt auf? Einfach rechtsklick? Mein Platz. Mein Platz. Warte. Nicht direkt an der Wand. Oh Mann. Oben ist dunkel. Ich denke, gehen wir davon Nein, es aus. ist Tag. Scheiße. Egal, wir legen uns mal kurz rein, damit die Spawnpunkte aktiviert werden. Dann können wir ruhig Wie legt man sich denn da von rein? Rechtsklick. Du kannst nur nachts schlafen. Stimmt. War nicht gerade noch nachts? Da warten wir so lange. So, Die kann Frage man ist, seit irgendwie auch wann ist eine. Tag? Können wir auch eine Tür bauen? Ja. Okay. Aber die. Ja, hier ist eher sinnlos, ne? Wobei eigentlich nicht. Was machen wir? Gehen wir diesen coolen Ort besuchen, den ich gefunden habe, oder? Können wir tun? Ich bin gerade nur irgendwie in der Versuchung, hier ein paar Bäume zu töten. Zu töten Bäume vor allem. töten. Für mich sind Bäume auch Lebewesen. Ja, ich will auch ein bisschen Wie weit ist Platz denn machen. der Ort entfernt? Mag ich, wenn man gut läuft, vielleicht 2 Minuten. Hä, So, wo jetzt bist du hin? Ach, da. was habe ich denn hier gefunden? Ein verrottetes Stück Fleisch. Nein. Verrottetes Stück Fleisch. Hier allgemein finde ich das hier so unübersichtlich. Ja, das ist eh hier nur vorübergehend. Ich würde dafür, wir gehen jetzt los und Wieso ich das? zeig. Ich will eigentlich in der Erde wohnen. Ich finde in der Erde wohnen voll chillig. Na gut, dann zeige ich dir einen coolen Ort, wo man in der Erde wohnen kann. Okay, warte. Ich muss hier eben, das stört mich ein bisschen hier alles. Die Sonne ist ganz oben, es ist Mittag, das könnte knapp werden. Ja, wir können später Terraforming machen. Kommst du? Ich will noch eben hier das Loch zumachen, nicht, dass da gleich jemand reinkommt. So. Wo bist du? Hier. Wenn wir dann umziehen sollten, sollten wir aber vorher da hinten bei der Höhle alles wegnehmen, würde ich Jupp. sagen. Gute Idee. So, ich glaube, das war dann hier entlang. Ey, komm raus aus mir. Harre. Oh Gott, Alter, wir haben ein falsches Bild hier langsam. Sollen Sie doch denken. Ja, du hast ein Alibi, ich derzeit nicht. warte kurz. Tolle Wurst. Komm mal Wunder, dass man hoch den hier. Turm nicht sieht, hier bei den ganzen Bäumen, die hier sind. Ach ja, genau, hier war es, glaube ich. Hier entlang. Muss eigentlich weiter, wo du warst. Jo, hier ist einmal schöner Wasserfall, aber Vorsicht. Wo bist du? Ich habe das Gefühl, das könnte fast die gleiche Schlucht sein wie da hinten. Wo bist du? Ach, du bist schon hier. Das sieht schön aus, ne? Ich Aber glaube, es da kann auch. unten ist eine Menge, was wir holen könnten auch. Ja, können wir später unterwegs machen. Aber hier weiter, hoch. Sollten auch irgendwann, wenn wir hier öfters vorbeilaufen, Brücken bauen über diese Gewässer. Immer Ja, das. rüberschwimmen. Rüberschwimmen, wo? Ach, da. Ein Ich bisschen. will auch eine Farm haben, ne? Ich will Hühnchen und Ja. sowas züchten. Kann man die züchten? Ja, du brauchst. Früher war das Getreide, glaube ich. Dann läufst du zu denen an mit den Getreiden, dann laufen die dir hinterher. Ziemlich putzig. Oder man tötet sie einfach und hat Fleisch.
Ja, was kann man dann schlecht auf einer Farm dann so. Aber vermehren die sich denn dann auch oder so? Ja. Warte, es gab irgendwas zum Vermehren. Ich glaube auch Heu, irgendwas war da. Ach, das, bis wir so weit sind. Ja. So, hier. Ich finde das sehr schön hier. Hier habe ich überlegt, irgendwo ein kleines Häuschen dazu bauen oder halt in die Erde. Antrag genehmigt. Man sieht übrigens den Turm wirklich nicht mehr. Ja, aber inzwischen kenne ich den Weg zurück, keine Sorge. Ja, aber da muss man hier schon wieder einen Turm bauen, das ist ja schrecklich. Oder wir machen da auf diesem Berg irgendwas. Du meinst auf dem Bergenturm nochmal höher. Aber oder so eine kleine Aussichtsplattform mit Fackel. Wir könnten natürlich auch hier in dem Berg quasi das Haus machen. Können wir auch. So quasi. Aber hier ist eine schönere Aussicht, wenn wir das hier in diesem Dings, wenn wir das hier reinbauen würden, ein bisschen gerade machen und dann Fenster anbauen, dann haben wir diese Aussicht. Das ist doch viel besser, wenn man hier dann am Fenster steht. Komm mal. Lars muss das mal töten. Genehmigt. Danach um die Inneneinrichtung kümmern. Ich guck mal gerade, was hat er mir gebracht? Mein Dings ist voll. Kann man das irgendwie was dagegen tun? Kann man Größeres nehmen? Mein Inventar. Ne, wir müssten Kisten bauen. Ja, das ist die Frage. Ich würde dafür, wir gehen nochmal zurück, nehmen ja, da alles auseinander, was wir noch finden, und dann würde ich sagen, ziehen wir um. Ja, erstmal übernachten eventuell. Ich würde dafür aber die Innenwände machen wir aus Holz, damit es ein bisschen eine wärmere Atmosphäre hat. Dafür. Hier ist auch noch eine Höhle, glaube ich. Ja, hier ist eine Höhle. Ja, guck mal, alles direkt in die Ecke. Wenn ich hier noch all die hinbauen, dann haben wir alles. Und eine Tankstelle, bitte. gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich wieder... Oh, guck mal, die schon Blümchen, die da vorne stehen. Das ist ja idyllisch hier, das ist ja unfassbar. Gut, so eine Idee mit dem Essen. Oink, 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 oink. Ich finde ja, es ist irgendwie scheiße, dass das Schweinefleisch genauso nahrhaft ist wie Hühnchen. Hühnchen ist viel besser mit seinem ganzen Eiweiß. Naja. Ah, da spricht wieder der nervige Typ, der ins Fitnessstudio geht. Wer geht hier ins Fitnessstudio? Ich glaube, du verdust dich. Ah, Mann, ich komme hier nicht hoch. So. Also hier müssen wir auf jeden Fall einen stinksenden Zwischenstopp machen. Nein! Nicht im Ernst. Ich lebe noch, aber kannst du kurz den ADAC oder so rufen? Moment, ich glaube, ich komme hier wieder hoch. Ich wäre dafür, wenn wir erstmal unser... danke. Wir haben uns erstmal dieses kleine Häuschen da gebaut. Ah! Alter, Lars! Scheiße! Nein! Alter, Lars. Scheiße, Lars! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nein! Was mache ich denn hier? Scheiße, Alter! Wo bist du? Bis unten? Nein, noch nicht. Boah. Aber irgendwie komme ich ja auch nicht weg. Wir blockieren uns gegenseitig. Ich komme hier nicht weg! Ich rette. Ah. Boah. Alter, das war du keine hast mich gute... erschreckt. So, was wollte ich jetzt sagen? Ich würde dafür, wir bauen erstmal das Haus da und danach, also erstmal räumen wir die Höhle hier raus, die wir haben. Genau. Danach gehen wir rüber, bauen uns da alles erstmal spontan oder dann, grob gesagt und dann schauen wir weiter. Richtig. Plan steht. Ich finde das nur schade, ich habe extra so schön da unten das Schlafzimmer hergerichtet. Ja, finden Sie bestimmt einen Käufer. Ja, ich hoffe doch. War nicht billig. Ich finde den Weg übrigens nicht mehr. Ja, beunruhige mich nicht. Da, doch, jetzt sehe ich den Turm. Ach da, ja, wir sind sogar näher, als ich dachte. Wo steht die Sonne? Schon ganz, ganz schön strammer Max hier, ne? Hat schon ganz schön was in der Hose, der Turm. So, die Höhle ist natürlich die Sache, die sollte man vielleicht auch nicht nachts unbedingt wegnehmen. Ne. Wie viel Nahrung haben wir eigentlich noch? Ich habe noch 7 Fleisch und 2 Hühnchen. Ich habe auch noch genug Neues gerade mitgenommen. Ja, sehr gut. Wo ist denn hier der Eingang? Ach, hier. So, machen wir die Tür zu. So. Nicht vergessen, die Kohle mitzunehmen, etc. Ja, genau. Die ganze. Was ist denn, wenn man den Ofen auseinander nimmt, während... Dann fallen die Dinger halt raus. Man kann sie normal aufnehmen. Wie als würde man was hinschmeißen. Großhühnchen, reingepackt. Reingeborgt. Hier ist ja gar keine Kohle mehr drin in dem Ding. Ja, habe ich gerade rausgenommen. Ich glaube, die hast du aus Versehen mir gegeben.
Nein, eigentlich nicht. Ist auch egal, ist im Ofen. So, man kann schlafen, leg dich mal nebenan. Ich wollte eigentlich die Höhle auseinandernehmen, aber okay, jetzt komme ich wieder hoch. Damit wir dann die Spawnpunkte endlich hier haben. Ja, Moment! Dauert ein bisschen, bis ein alter Herr was hochkriegt. Ich simuliere das Schlafen, nicht, dass du langsam bist. So, jetzt müsste es komplett dunkel werden. Ja, bei mir wird es auch langsam dunkel. Und ich bin. Es hat funktioniert. Das sollte jetzt Tag sein. Und es ist Tag, yeah. Ich gehe jetzt aber wieder in die Höhle und guck da mal, was ich da noch so finde. Schön, man merkt, dass du nie Minecraft gespielt hast. Ich gehe mal eben in die Höhle. Es gibt da teilweise Höhlen, da verbringst du. Da, wo wir gerade schon waren. Ach, du brätst hier noch ein bisschen. Ist fertig, nehmen wir das mal mit. Für die Adventure. So, Schwert ist eigentlich noch relativ Dings. Feder hau ich mal raus. Warte, ich muss erstmal Platz schaffen, bevor wir in die Höhle gehen. Ich baue mal eine Kiste. Kommen die Rohstoffe unter Umständen auch wieder zurück irgendwie? Oder haben wir es gerade nur übersehen, das Eisen? Eigentlich sollten die nicht zurückkommen. Vermutlich übersehen. Wir sind ja gerade eigentlich nur spontan reingelaufen. Was schmeiße ich denn mal weg? So. Mein Bett war das linke. Kann man, ne? Ja, kann man was mit Granit anfangen? Granit. Sag mir gerade nichts. Müsste mal gucken. Das heißt, die Truhen neben meinem Bett beinhalten dann meine Sachen. Können wir auch eine Gemeinschaftskasse machen? Ja, sicher. Oder sind wir schon so weit, dass unsere Ehe den Bach runtergeht? Willkommen beim Brokeback Mountain Simulator. Ich habe den Film nie gesehen, weil ich nur gehört habe, der soll schlecht sein. Und irgendwie hat es mir auch nie so wirklich angetan. Tito. Können die eigentlich mal machen. Nein, mir ist das Eisen runtergefallen. Schleimball brauchen wir nicht, Eier brauchen wir nicht. Holzschwert brauchen wir nicht. Eisen packe ich da mal rein. Stein brauche ich mal, falls ich irgendwo runterfalle. Nimm dafür lieber Erde. Hab ich gerade nicht. Ich habe gerade ganz viel weggeschmissen. Ja, ich pack alles Sinnlose in die Truhe rein erstmal. Ich hätte das vielleicht auch tun sollen. Stücker braucht man für Dings. Ne, die Kohle sollte ich vielleicht mitnehmen, ich Hans, für Fackeln. Wollte ich gerade sagen, hast du noch Fackeln? Ich habe nämlich gar keine mehr. Ich habe vieles rohes Fleisch. Wie baut man? Ja? Wieso hast du hier ein Loch neben die Werkbank gemacht? Das war aus Versehen, glaube ich. Da liegt auch ganz viel Sachen, Zeugs drin. Ich brate mal kurz das restliche Essen. Hallo, da liegt ganz viel Zeugs in dem Loch. Das habe ich, glaube ich, weggeschmissen. Da habe ich wieder Müll aufgenommen. Super. Ja, es wäre ja nur eine Frage. Na. Ab so. In die Truhe. So, wie baut man eine Truhe? Hast du gesagt? So wie ein Ofen, nur mit Holz. Und wenn du zwei nebeneinander platzierst, wird es zu einer großen Truhe. Später beim Platzieren. Scheiße, mir fehlt ein Holz. Hast du mal eben... Jo. Aber ich kann dir nur rohes Holz hinschmeißen. Ja, das habe ich selber. Aber dann muss ich ja erstmal wieder aus dem Menü raus. Eichenholz. Pupp. So. Ich vergesse das immer da oben wieder rauszunehmen und schmeiß das dann erstmal irgendwie in die Ecke. Knusper, knusper, Hähnchen. So, das dreht jetzt, direkt zwei machen sollen. Ja, ich warte jetzt erstmal, glaube ich, nur. Ja, ich bin sofort soweit. Nee, ich muss ja warten, weil das Essen hier ist, deshalb. Davon spreche ich. Wie macht man die beiden Kisten hier am Handwerk nebeneinander oder direkt beim Platzieren? Beim Platzieren. Wie machen wir das dann gleich beim Umziehen? Viel hin und her laufen. Oder erstmal aussortieren. Denn wenn du eine Kiste kaputt machst, dann liegt das mal alles frei herum. Toll. Was kann ich denn? Wie packt man Sachen da rein? Musst du mir kurz mal helfen? Drag and drop. Ach so. Draufklicken, okay. Ich denke mal.
Was war das denn für ein Geräusch, was ich gehört habe? Die ganzen Schwiegermutter. Die ganzen Steine, die ich habe, glaube ich, die werde ich hier lassen. Ja. So, jetzt haben wir ganz schön viel Essen. Wir haben 11-mal gebratenes Schweinefleisch, 4-mal gebratenes Hühnchen und 9 gebratenes Hammelfleisch. Ja. Läuft. Das sollte erstmal ein bisschen reichen. Jo, ich könnte jetzt. Hast du frisches Werkzeug dabei? Es ist noch relativ frisch. Ich könnte mir. Habe ich Eisen noch? Moment. Ja, ich baue mir kurz eine neue Spitzhacke. Hast du alle Kohle mit? Ja, ne? Ja. Wie viele Fackeln hast du? Ich habe ja gar keine mehr. 9, aber ich kann gleich deutlich machen. Deutlich mehr. Könnte ich auch gerade machen, aber ich. Kann man was eigentlich mit der Lava auch Fackeln machen später? Mit der Lava, ich glaube nicht. Was wollte ich jetzt machen? Fackeln. Fackeln. Hast du noch Stöcker? Da fackel ich nicht lange. Hast du noch Stöcker? Habe ich. 8 Stück. Das macht dann 32 Fackeln plus 9, 41 sollte erstmal reichen. Wobei, ich mache mir noch Stöcker, wenn ich schon mal hier bin. Ich habe auch noch Stöcker. Ohne Dings bringen mir die eh nix. Klick, 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 klick. Wo habe ich die Stöcke? Habe ich die Stöcke gegeben? Ich glaube, ja. Ja. Ja, kriegst du jetzt nicht mehr wieder. Ist nicht schlimm, überlebe ich. Gebratenes Schweinefleisch 10 und gebratenes Hühnchen noch 1. Was macht man mit Federn? In den Arsch stecken. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß, erinnere mich an keine gute Benutzung. So, Fackeln werden wir jetzt hier auch viel haben. Essen haben wir, Werkzeug haben wir. Von mir aus können wir los. Gibst du mir noch ein paar Fackeln? Moment, ich schmeiß mal die 41 hier raus. Da legen sie. Danke. Ich glaube, ich nehme die Werkbank mit, falls wir sie brauchen. Ja, kann man auch immer spontan eine neue machen. Eigentlich ja, mal. Ich hatte hier ja noch eine, die habe ich nur gerade in die Ecke gestellt. So, von mir aus. Sofort, ich mache hier Gott noch meine Fackeln. Los. Also, Abenteuerzeit. Ich habe keine Vorstellung, wie lange das jetzt sowas jetzt dauert. Ob das 5 Minuten dauert, 10 Minuten. Das kommt drauf an, wenn wir richtig tief reingehen. Also ich habe hier schon mal eine kleine Brücke nach drüben gebaut und eine Treppe nach unten. Jo. Sehr schön. Hier ist ein Wasserfall. Da kommen wir gar nicht weiter, oder? Mal gucken. Oh, da ist schon ein erstes Monster. Ein Skelett. Das, oh, hier unten geht's auch entlang. Komm mal hier runter einfach. Du bist ja auch hier. Komm, den Bob holen wir uns mal kurz. Oh. Ups, entschuldige. Ah, ich bin nervös! Aua, ich bin irgendwo runtergefallen. Ich muss jetzt meine Fackel platzieren. Oh nein, Versicherungsvertreter. Oh, ich hab nur ein halbes Leben. Wenn er mich trifft, ich bin tot. Toll. Das ist super schnell geladen. So, am Bett gespawnt. Meine Sachen liegen da noch, ne? Ja, ich bewege mich nicht, damit ich nichts aufnehme. Ja, ich bin unterwegs. Beziehungsweise ich bewege mich schon, aber nur um hier auszuleuchten. Ach verdammt, ich habe die Ausfahrt verpasst, das ging ja nach rechts hier. Ich dachte, wenn genug Licht da ist, dann kommen keine mehr. Aber irgendwie höre ich hier immer welche. Ja, die sind ja im Dunkeln. Fuck ey. Das muss ich alles wieder neu sortieren, das ist blöd. Passiert. Irgendwie, sorry, dass ich dich da gerade auch ein oder zweimal geschlagen habe. Kann auch sein, dass ich aus Versehen ein oder zwei Sachen von dir aufgesammelt habe, aber nicht mit Absicht. Wenn ihr irgendwas vermisst. Wo ist denn? Ach, da ist alles. Klick, 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 klick. Ich mache hier schon mal etwas. Ich glaube Eisen. Ich muss kurz umsortieren. Schwert. Toll. Meine Werkzeuge sind weg. Da hinten liegt eine Axt. Hier liegen welche. Da. Genau, vor dir. Andersrum. Also, keine Ahnung. Eine Schaufel habe ich gefunden, eine Spitzhacke. Eine Axt ist weg, aber eine Axt braucht man jetzt weniger. Ich habe eine Eisenaxt, glaube ich, zu viel. Die kannst du gerne haben. Warte, Kohle habe ich, Stöcke habe ich. Ich glaube, das ist erstmal alles so. Eisenaxt liegt hier. Das müsste deine gewesen sein. Wo? Hast du schon. Ach jo. Wunderbar. Wir sollten uns auch demnächst Rüstungen bauen. Ja, wir haben sowas. Auch mit Eisen, nur halt spezifisch platzieren.
Ich glaube, eine Hose geht so, wie halt eine Hose aussieht. So, wir laufen uns wahrscheinlich hier, aber... Ich wollte gerade sagen, am besten nur Fackeln da platzieren, wo man auch entlang geht, damit wir halt zurückgehen können. Hier ist nichts. Gute Idee. Hier vorne war was. Hier hatte ich ein bisschen Eisen. Nicht viel, aber... Man nimmt ja alles mit. Zombie? Wow, was ist das denn für ein Mini-Zombie? Hilfe! Wow, Creeper! Alter! Oh, ich häng fest. Adios. Boah, noch 4 Leben. Alter, was hab ich für ein Pech? Alter, jetzt bin ich schon wieder angegriffen. Mein... Sei vorsichtig, mein Freund. Wir wollen doch, dass du das überlebst hier. So, okay, geht's ein bisschen hoch. Hier platzieren wir so ein Holzdingens. Ah, hinter uns! Zombie! Tot. Sehr schön. Ich platziere meine Fackel, weil man sieht hier nichts. Wie läuft denn das jetzt ab? Alle mit den Zombies. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich dachte, wenn es ausgeleuchtet ist, kommen keine. Ja, die kommen ja aus der Dunkelheit. Die spawnen nicht bei Licht. Ach so. Hier ist Lava. Da hinten ist viel Kohle. Wir müssen uns aber kurz drum rumbauen, oder? Ich bin hier gerade noch am Eisen abbauen, das du übersehen hast. Ja, ich baue mich dann mal... Oder ist das Eisen da drüben? Ich baue mich da gerade mal durch. Ich hoffe, ich treffe nicht auf Lava. Alter, wie viel Eisen ist denn hier? Ja, sei doch froh. Ich kann mir doch direkt Rüstungen bauen. So, hier habe ich einen kleinen Umweg um die Lava gemacht. Ist hier noch welche? Ja, da ist noch ein bisschen Eisen. So, hier platziere ich meine Fackel. Und baue Kohle ab. Sehr schön. Haben wir so wenig von. Ja, wenn wir das ganze Eisen schmelzen wollen, brauchen wir ja auch noch genug. Ja, das stimmt. Da ist aber richtig viel jetzt. So. Ich glaube, ich habe auch gerade 20 Eisenbarren oder so gefunden. Sehr schön. Könnte sogar schon für eine Rüstung reichen. Wo bist du denn lang? Rechts oder links? Man sollte Lava deutlich sehen. Ja, und du bist da schon wieder an Eisen vorbeigelaufen. Siehst du das nicht oder willst du das nicht sehen? Vermutlich übersehen. Ist aber eine Sackgasse inzwischen. Oder meine Shader. Nicht meine Shader, sondern meine Dings. Texturen. Vielleicht habe ich solche, wo man es nicht so gut erkennt. Ich weiß es gar nicht. Hab ja länger nicht mehr gespielt. Da hinten ist nichts mehr. Zumindest. Man kann sich ja weiter... Doch, hier ist Eisen. Was? Moment. Nicht viel. Nur eins. Aber wer weiß, darunter kann noch mehr sein. Jupp. Ich mach das mal. Ja. Okay, war nicht viel, aber sowas ist halt auch, macht vielleicht am Ende einen Unterschied. So, ich wäre dafür, wir gehen in die andere Richtung oder willst du weiter buddeln? Nee, erstmal die Höhle, da ist noch Kohle. Ja, sehe ich gerade. Kann man die Lava irgendwie beeinflussen, wo die langläuft? Ja, mit Stein. Okay. Oder Kies vielleicht, warte. Klick, klick, klick. Ja, kann man mit Kies. Mit Holz geht's schlecht, weil es dann logischerweise brennt. Das verstehe ich nicht. Wieso brennt das denn dann? Magic. Vielleicht sollten wir den Eingang hier zumachen, damit wir hier nicht gleich ins Verlaufen. Kannst du machen. Gute Idee eigentlich. So. Oh, hier ist Kohle. Von beiden Seiten. Ich nehme mal das links, du kannst das rechts übernehmen, wenn du willst. Ich will erstmal noch ein bisschen ausleuchten. Oh, ich höre ganz viele Zombies. Oder Monster, sagen wir es mal so. Ich habe keinen Ton, das ist spaßig, wenn die mich gleich angreifen und ich hier mit... Hast du schon wieder Hast du immer noch nicht angemacht? Was? Achso, nö. Oh ja, hier ist viel Kohle. Hier ist viel Kohle. Ist ja unnatürlich. Was sind eigentlich diese blauen Punkte, die man sammelt? Und dann unten steht bei mir jetzt 10. Am Anfang stand das da, glaube ich, nicht. Das ist irgendwie das sind, so. Ja, richtig. Ich habe vergessen, wie das heißt. Level? Sind das Level? Ja. Aber wenn du stirbst, ist es wieder auf 0. Achtung, hier ist ein ganz großes Loch. That's what she said. Und, ich helfe dir mal ein bisschen, ne? Ja, schneller. Oh, wir haben es irgendwo durchgebuddelt, aber hier ist es hell, nö. Hohler Raum. Wie in meinem Kopf. So. Du bist aber heute sehr selbstkritisch.